Tada! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, wie versprochen, ich teile mit euch meine Erfahrung mit neuer Hautpflegemarke aus der Drogerie bzw. von DM. Die ganze Serie besteht aus 6 Produkten. Ich habe für mich 5 gekauft, deswegen in diesem Video. Wir besprechen mit euch Inhaltsstoffe. Welche Produkt hat mir gefallen, welche nicht gefallen, was ich könnte euch empfehlen. Deswegen starten wir sofort und erstmal, wie ich überhaupt zu dieser Marke dazu gekommen. Es war Zufall auf Instagram. Ich habe ein Video gesehen, wo eine Frau rennt zu DM und diese Action, wisst ihr, so wie sie rennt und wie sie sich freut. Und ja, sie holt da Boxen aus dem Lager und packt die raus. Die Frau sehe ich erst einmal und die fand ich so sympathisch. Bodenständige, mega sympathische Mensch. Und das war, ich denke, erste Punkt, warum ich bei diesem Video weiter geblieben und dann hat sie aus jedem Box eine nach andere ihre Produkte rausgeholt. Ich habe nachher verstanden, das sind ihre Produkte. Die Frau heißt Susanne, die ist meine YouTube-Kollegin Frau Beauty. Ich würde für euch unter meinem Video im Infobox ihren Kanal verlinken. Als ich habe dieses Design gesehen, ich war sofort verliebt. Schlicht, einfach, diese Pastelle-Farbe, so lecker, ja. Und sie hat diese Reinigungsöl und Reinigungsschaum rausgeholt. Und dann, ich habe verstanden, die Frau hat Ahnung. Alle Produkte sind parfümfrei. Und ich denke bis jetzt, ich habe bei keinem aus diesem Produkt Alkohol gesehen. Tatsächlich, ich könnte euch schon von Anfang sagen, alle Produkte enthalten nur gute Inhaltsstoffe. Wie die formuliert sind, das ist schon eine andere Frage. Und dazu kommen wir beim Einzero. Und dann, sie hat Vitamin C Serum gezeigt, Serum mit Ceramiden, Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50 und Nachtscreme mit Peptiden mit Matrixil. Das ist Alternative für Botox, habe ich schon für mich verstanden. Ich muss unbedingt diese Serie für mich testen. Man könnte diese Produkte momentan nicht in jeder DM-Filiale für sich kaufen. Die kommen langsam nach und nach. Diese Produkte, ich habe für mich an letzte Woche gekauft. Für diese alle Produkte habe 37 € und ein paar Cent bezahlt. Ich denke, die günstige Produkt kostet 3,99 € und der teuerste 8,99 €. Ich schreibe für euch. Es ist keine Kooperation. Ich kenne Susanne nicht. Auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, liebe Susanne, zu diesem Launch. Und ich wollte jetzt starten mit dem ersten Produkt, das ist Reinigungsschaum Sanft Peeling. Enthält 1% Glykolicsäure, also AHA-Säure, 1% Panthenol, 150 ml. Hier, wir haben an erster Stelle Aloe Vera. Das ist genau so, wie hat Susanne in ihrem Video erklärt, zu diesem Produkt. Sie hat jedes Produkt erklärt. Tatsächlich ist es selten, großartig. Hat sanfte Textur, cremige Textur. Also das erklärt mir, warum nach dem Reinigungsschaum abwaschen, Gefühl, ob da etwas noch bleibt. Vermutlich wäscht unsere eigene diese Fett aus dem Haut nicht so intensiv wie alle anderen. Deswegen von einer Seite, das ist ein großer Vorteil, von anderer Seite Leute, die haben ölige Haut, könnte ein bisschen vielleicht irritiert sein, weil wie gesagt, Gefühl, ihr wäscht mit Wasser diesen Schaum ab, aber trotzdem etwas bleibt, trotzdem ein bisschen so Gefühl, ob das Fett bleibt. Also dieser Schaum hat mir gefallen. Das einzelne, dieser Punkt, wenn ihr merkt, dass eure Haut also diese ganz sauber Gefühl hat, dann dieser Schaum könnte euch nicht ganz gefallen. Deswegen schaut es selber. Also besonders Leute, die haben trockene Haut, könnte ich sehr empfehlen. Ja, ich benutze heute keine Make-up, aus dem Grund, dass diese Pflege ein bisschen rollt. Ich würde euch auch später sagen, was ist Ursache. Deswegen Make-up könnte kicke auszusehen. Nächstes Produkt, tatsächlich sollte eine Toner sein. Aber Toner in dieser Serie gibt es noch nicht. Ich habe benutzt Toner von Marke Dalton. Das ist einzelne Werbung, wird in diesem Video, weil meine eigene Hautpflege 80%, ich denke, besteht aus Marke Dalton. Das ist eine deutsche, professionelle,
hochwertige Marke. Ich habe jetzt momentan an dieser Woche Rabattcode Natalie20, damit ihr könnt auf dem ganzen Sortiment außen schon reduzierte Produkte 20% sparen. Wenn ihr sucht nach etwas mehr Professionelle, dann schaut ihr dieses Video, da ich erzähle ein bisschen mehr über meine Lieblingsprodukte. Nächstes Produkt, das ist Vitamin C Serum. Aber diese Vitamin C, ihr werdet sofort spüren, hat auch Susanne in ihrem Video erklärt. Also Serum hier hat eine Gelee-Textur. Aufpassen, nicht so viel wie ich hier aufgenommen habe. Diese Vitamin C ist sehr sauer. Wenn man hat Irritationen, Pickel und ist für so intensive Säure noch nicht daran gewöhnt, also ein bisschen brennt und mein Gesicht wird leicht rötlich, ganz leichte klebrige Gefühl, aber das ist absolut normal beim Serum. Gibt bei mir eine wunderschöne Glow, das gefällt mir. Sieht man, ja. Gibt es tatsächlich verschiedene Formulierungen von Vitamin C. Susanne hat benutzt diese pure Vitamin C, das ist Ascorbic Acid. Das ist das beste Vitamin C, weil das ist der effektivste Vitamin C. Aber diese Säure hat auch verschiedene pH-Wert. Das ist auch ganz wichtig. Und hier Susanne benutzt, denke so 3, 3,5, hat sie gesagt. Genau mit diesem pH-Wert Ascorbic Acid ist sehr effektiv, aber große Rolle spielt weitere Inhaltsstoffe. Wie wurde diese Inhaltsstoffe zusammengestellt? Diese pure Vitamin C ist sehr empfindlich beim Licht und beim Luft. Deswegen ganz wichtig, dass diese Vitamin C wurde stabilisiert. Stabilisieren man könnte Vitamin C durch Vitamin E und Ferulicsäure oder natürlich durch eine Verpackung. Diese Verpackung ist isoliert und mit einem Spender, wo Luft nicht so schnell reinkommt. Deswegen hier Spender ist anderes als beim anderen Serum. Seht ihr, hier ist einfache Spender, hier ist ein bisschen komplizierte Spende, also diese Runde, das erzählt auch Susanne. Also diese Formulierung ist nicht stabil, deswegen hat sie in diese Verpackung reingepackt. Weil um stabile Formulierung rauszubringen, es ist sehr teuer Vergnügen. Und hier gibt es keine Vitamin E, keine Ferulik, also das ist eine pure Vitamin C. Deswegen, diese Vitamin C reizt unsere Haut. Deswegen, wenn ihr noch nie Vitamin C probiert habt, damit ihr solltet wirklich aufpassen. Sehr langsam, sehr akkurat. Also ihr könnt von Anfang mischen diese Serum in eure Creme oder in eure Serum. Zum Beispiel hier gibt es nächste Serum, das ist mit Ceramiden. Selber für meine Haut, die ist schon für intensive Vitamin C Serum daran gewöhnt ist, trotzdem dieses Serum war ein bisschen aggressiv. Ich habe hier Pickel gehabt, wenn ich habe auf Pickel aufgetragen, ein bisschen hat gepiepst und wurde rot geworden. Dieses Produkt, ich könnte empfehlen für die Menschen, für wen Preis spielt wichtige Rolle. Also für wen Preis ist viel wichtiger als selber Produkt. Beim solchen Preise, man sollte immer Kompromisse suchen. Aber dieses Serum mit Ceramiden, es ist was Geniales. Formulierung hier hat mir richtig gut gefallen. Hier, wir haben Barriere-Serum mit 1% Ceramiden-Komplex und 0,3% Ektein. Hier sind 5 verschiedene Formulierungen von Ceramiden. So viel ist absolut reich. Sehr ergiebige, reichhaltige Serum. Also seht ihr, ja, Gesicht ist ein bisschen rötlich geworden. Zieht im Haut sehr schnell an. Sehr schnell beruhigt Haut. Eigentlich, dieses Serum, ich könnte empfehlen jedem, außen, ich denke, ölige Haut. Ich habe gemerkt, diese Alizieren plus Creme sind ein bisschen reichhaltig. Deswegen, man sollte für jeden Produkt ein bisschen Zeit geben, also zwischen Pause machen, damit jedes Produkt erstmal im Haut wurde eingezogen. Also das ist ganz wichtig,
damit man nicht dieses Gefühl hat, dass Creme oder Serum bleibt oberflächlich auf dem Haut. Die Textur von jedem aus diesem Produkt ist mehr fest. Also nicht so schnell schmilzt mit dem Haut. Wenn man vergleicht mit meinem, zum Beispiel Serum, Redniskontroll, ja, von Dalton, meine Lieblings auch. Hier Textur ist unglaublich leicht. Also seht ihr, die sofort schmilzt mit dem Haut. Also lässt sich super schnell verteilen, auszublenden. Barriere Serum ist, also fühlt sich wie eine leichte Creme. Und selber, ihr seht, es ist dicke Textur, fließt nicht, ja. Normalerweise Serien sind mehr leicht. Tatsächlich, Textur ist leicht, aber seht ihr, erstmal trotzdem beim Auszublenden bleibt einige Zeit auf dem Haut oberflächlich und seht ihr, ich verblende und trotzdem weiß. Also deswegen, man darf nicht zu viel erstmal aufzutragen. Das ist natürlich ein Bonuspunkt, aber man braucht ein bisschen mehr Zeit, bis diese Creme wurde im Haut eingezogen. Seht ihr? Also das ist, versteht ihr, was ich meine? Also hier, man sollte wirklich ein bisschen Zeit für jeden Produkt geben. Aber diese Serum ist wirklich sowas wunderbar, beruhigt Haut so gut. Selber nicht alle High-End-Produkte könnten so gut meine Haut beruhigen. Aber es ist ein grandioses Produkt in der Drogerie, wenn ihr habt Rötungen, Irritationen, empfindliche Haut, wenn reagiert auf alles, vielleicht auf das Wasser. Von allein ist reichhaltig, aber fettet Haut nicht. Tatsächlich, Haut fühlt sich so komfort. Ich bin wirklich mega begeistert, ob ich keine weitere Creme brauche. Wirklich sowas angenehmes. Zweite Haut. Also wenn ich benutze hier zwei Serien, das ist schon reich. Also auf keinen Fall mehr. Weil dann alles rollt auf dem Haut. Ich weiß nicht, ob das Kamera jetzt sieht. Ihr kennt. Seht ihr diese kleine Schuppchen? Und das ist schon diese Qualität. Deswegen, oh, das. Eieiei. Na gut, jetzt je mehr ich versuche, das wegzunehmen, desto mehr das rollt sich. Versteht ihr? Das ist übrigens der Grund, warum ich wollte keine Make-up jetzt benutzen. Und zum Schluss, ich habe natürlich Tagescreme benutzt. Übrigens, ich wollte euch zeigen, dass die beiden Serien und Tagescreme wurden noch zusätzlich in diese Pappepackungen eingepackt. Ich habe dann zum Schluss diese Tagescreme benutzt. Der enthält 0,5% Ceramidenkomplex, Lichtschutzfaktor 50+, UVA, UVB, parfümfrei. Hat auch ganz leichte Textur. Es ist feste Textur, aber trotzdem leichte Textur. Ich wurde vielleicht so ein bisschen punktuell aufzutragen. Was mir gefällt bei dieser Creme, lässt keine weiße Haut. Textur ist hier tatsächlich sehr reichhaltig. Meine Haut mit der Zeit glänzt sehr intensiv. Es ist kein Wunder, weil dieses Serum, Barriere-Serum, ist schon reichhaltig. Diese Produkte von allein sind sehr schwer formuliert. Ich meine, Textur, wenn Textur ist schwer reichhaltig, deswegen auf jeden Fall Serien mit ganz dünner Schicht aufzutragen. Meine Empfehlung, erstmal eine leichte Schicht aufzutragen und lassen die Creme im Haut einziehen und dann nächste Portion aufzutragen. Also teilen diese Menge für ein paar Mal. Wird nicht so intensiv rollen. Also schaut ihr, als ich diese beiden Serien geschafft habe, so aufzutragen, dass ich am Ende einigermaßen leichte Gefühl habe, dann dieses letzte Produkt war schon zu viel. Vielleicht, es wird ausreichen, wenn man diese Creme am Tag benutzt, dann darunter keine Serum mit Ceramiden benutzt. Das ist, könnte Ursache sein, das war zu viel. Also wahrscheinlich, es wird ausreichend, wenn man nach dem Vitamin C Serum dann sofort direkt diese Creme aufträgt. Letztes Produkt, das ist ein Reinigungsöl. Der enthält 7% Squalan, enthält Hyaluronsäure, enthält Vitamin E, also Antioxidant. Gefällt mir mehr als von Balea und von Isana. Stinkt auch nicht. Gott sei Dank. Zu diesem Produkt, zu diesem Öl, ich würde euch nochmal, ich denke,
Update machen, weil ich beim Make-up noch nicht benutzt habe. Ich habe nur beim Sonnenschutz abgewaschen benutzt. Hat mir super gefallen. Ich bin richtig gespannt. Welche Produkte habt ihr schon gekauft oder welche Produkte ihr werdet nach meinem Video für sich kaufen? Also eure Meinung, eure Feedback ist für mich sehr interessant und ich würde mich richtig freuen auf eure Daumen nach oben. Bitte nicht vergessen, das ist auch für mich ganz richtige Unterstützung. Ich hoffe, mein Video hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr wolltet neue Video von mir nicht verpassen, dann abonniert meinen Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Natalie. Ciao.